Viele Fragen sind da also noch offen. Einige davon wollen wir heute klären. Wir widmen uns daher jetzt dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der eben als erstes in Österreich zur Anwendung kommen wird. Dabei handelt es sich um einen Messenger-RNA oder kurz RNA-Impfstoff, der bis zu 95% vor einer Covid-Erkrankung schützen soll. Katharina Gruber zeigt, was wir bisher über den Impfstoff wissen. Seit den 1990er Jahren wird die Herstellung von RNA-Impfstoffen erprobt. Nun kommen sie erstmals gegen eine Viruserkrankung zum Einsatz. Im Vergleich zu klassischen Impfungen wird kein Virus oder Virusbestandteil geimpft, sondern nur ein Teil der RNA, also der Erbinformation des Virus. Gelangt sie in eine menschliche Zelle, baut die Zelle Oberflächenproteine des Virus nach. Die körpereigenen Immunzellen reagieren darauf, B-Zellen werden zu sogenannten Plasmazellen und beginnen, Antikörper zu bilden. Die menschliche Erbinformation kann der Impfstoff nicht beeinflussen. Die Virus-RNA verschwindet wieder, die Antikörper bleiben und schützen gegen das echte Virus. Wie lange, das ist allerdings noch unklar. Davon wird abhängen, ob und wie oft eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird. Wer sich impfen lässt, hat mit Begleiterscheinungen zu rechnen. In den ersten Tagen nach der Impfung sind Kopfschmerzen, Müdigkeit und Gliederschmerzen vollkommen normal. Diese Begleiterscheinungen sind nicht mit unerwünschten Nebenwirkungen zu verwechseln, wie sie etwa in Großbritannien bei Allergikern aufgetreten sein sollen. Das könnte Menschen betreffen, die gegen bestimmte Kosmetika allergisch sind. Für mich bedeutet das, dass wir vorgehen wie bei allen anderen Impfungen. Man fragt natürlich Menschen, ob sie allergisch sind, wogegen sie allergisch sind. Und bei dieser Kategorie von sehr seltenen Allergenen wird man vorsichtig sein. Für welche Gruppen der Impfstoff nicht zu empfehlen ist, wird das nationale Impfgremium auf Grundlage der EMA-Entscheidung nun prüfen. So sollen beispielsweise Schwangere nicht geimpft werden. Umso wichtiger sei es, dass sich jene Menschen impfen lassen, für die die Impfung sicher ist. Auch wenn noch nicht klar ist, ob die Impfung neben der Erkrankung auch die Übertragung verhindert. Es ist allerdings anzunehmen, wenn jemand geschützt ist und eine Immunantwort, eine gute aufgebaut hat und nicht erkranken kann, dass auch gleichzeitig er weniger ansteckend für andere Menschen ist. Damit auch Ungeimpfte geschützt sind, müsste sich also ein großer Teil der Bevölkerung impfen lassen. Wie groß? Auch das ist noch unklar.